Am 18. März sollen die Stadtvertreter in Schwerin eine neue Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe verabschieden. So sollen die Preise durchschnittlich um 23% erhöht werden. Bislang zahlen Angehörige zwischen 2.000 und 10.000 Euro für die Verabschiedung ihrer Familienmitglieder. Die Stadtvertreter stimmten mit großer Mehrheit einer Beschlussvorlage der stadtwirtschaftlichen Dienstleistung im Hauptausschuss zu. Ansonsten droht laut der Kommunalpolitik ein Finanzloch von 250.000 Euro. Kritik wurde aus Reihen der Steinmetze laut. Der Bundesverband Deutscher Steinmetze hält diesen Beschluss für unverhältnismäßig. Ein Beispiel. Der Antrag zur Errichtung eines stehenden Grabmales soll den Hinterbliebenen statt bisher rund 35 Euro künftig mehr als 217 Euro kosten. Es gibt aber auch Preise, die gleich bleiben oder sogar günstiger werden sollen.